euer Medienkanzler, das habt ihr ja schon lange nicht mehr gehört. Wir hatten einen Finanzkanzler, wir hatten einen Medienkanzler und wir hatten einen Finanzkanzler. Finanzkanzler ist klar, der war für die Gelder zuständig. Der andere war der Kochkanzler, der halt fürs Kochen zuständig. Und dann hatten wir Onkel Reinhold im Thekentheater in der Stadt Essen. Nun, das Thekentheater gibt es leider auch nicht mehr. Theater Courage, das gibt es noch. Ob das Thekentheater da aufgeführt wird, weiß ich nicht. Müsste ich mal nachschauen. Meiner einer als Medienkanzler fiktive Figur war halt auch dort vertreten und jetzt natürlich nicht mehr. Es gibt natürlich noch eine Sache bei Facebook. Da bin ich gerade drüber gestolpert, weil Facebook gerade aufschrie, hey Medienkanzler, hast du keine Lust? An sich nicht. An sich habe ich nicht Lust. So eine Satire. Ich hatte ja halt über Politiker mal wieder, Politiker brauchen einen Nachweis und den Nachweis sollten sie erbringen, damit sie überhaupt Politiker sein dürfen. Naja, ach wisst ihr, es lohnt sich doch gar nicht mehr. Seit 2015 sind wir gar nichts mehr. Davor waren wir, weit davor, waren wir mal Germanen. Die Zeit der Germanen ist auch vorbei. Wir sind jetzt 80 Millionen Bürger hier, total gemischt. Einige leben im Ghetto, einige sind sehr lautstark. Da kommen dann so 18 Peterwagen vorbei und dann gibt's was auf die Glocke, dann ist die Krakelerei auch wieder vorbei. Ja, man nennt so das dann eine gesunde Mischung in einem gesunden Mischungsverhältnis von Mischlingen, die sich gemischt haben, um Deutschland zu generieren, also neu zu generieren. Viele von euch laufen natürlich. Grüße! Was darf sein? So, trotz Krach im Hintergrund mache ich heute den Medienkanzler. Der Medienkanzler, wie gesagt, Theater Courage in der Stadtessen in Richtung Rüttenscheid. Aber die Zeiten sind, wie gesagt, vorbei. Auch die kleinen Theater um mich herum, Volkstheater oder Gruppentheater, wie gesagt, die gibt es auch nicht mehr. Aber meiner einer versucht es heute nochmal als Medienkanzler. Der Medienkanzler denkt sich auch, wenn schon Till Schweiger schweigt, kann er auch schweigen. Was lohnt sich denn hier? Sobald ich die Shoptür geschlossen, bin ich ja im Unterricht, im Sprachunterricht. Da werden mir verschiedene Sprachen beigebracht. Wenn ich draußen spazieren gehe, höre ich nichts Germanisches, Deutsches, Ursprüngliches. Nein, ich höre alles Mögliche. Und in den Häusern wohnen auch nicht nur die Germanen, die sich dann germanisch vor dem Fernseher setzen und jubeln. Nee, da wo ich lebe, ist Fremdsprache angesagt. Da muss ich lernen, um die zu verstehen. Und jubeln wird da auch nicht. Weil es ist ja keiner da. Es sind ja reichlich viele rausgefallen. Ja, und unsere Mannschaft, die halt Mannschaft heißt, muss ich mir nicht anschauen, weil es keine DFB ist. Ich habe zwar heute einen jungen Mann mit schneeweißem DFB-Trikot hier gehabt, aber selber stammt er aus Ghana und hat sich hier willkommen gefühlt. Finde ich auch gut so, denn jeder ist hier willkommen. Von A bis Z, roundabout of the world. Meiner einer liebt alle Menschen, weil alle Menschen haben eine Art Kultur. Und diese Art Kultur macht Spaß, weil man dadurch vieles erfährt. Ob nur Ghana, Türkei, Griechenland, die weniger werden, Arabien und so weiter. Die sogenannten Europäer sind weniger hier, einige Italiener, ja. Eine Zeit lang waren auch Franzosen da, Kanadier, Amerikaner. Ja, war schön, war richtig schön. Aber das Schöne ist halt vorbei. Wir leben jetzt hier in diesem Living in a Box Deutschland genannt. Living in a Box Deutschland genannt, die sogenannte BRD GmbH. Darf man so nicht sagen, das glaubt nur keiner. Glauben heißt nun mal nicht wissen und wissen bedeutet dann in die Kirche zu gehen und gläubig zu werden. Wenn man so Sprüche liest hier bei Fakt ist AfD, Leute labern nur Scheiße und die meisten sind arbeitslos. Patsch, ich liebe mittlerweile das Facebook, was da so hammerartig so Sachen raushaut oder Herner Gymnasium kauft Burkinis für den Schwimmunterricht. Aha. In Herne kauft ein Gymnasium ganz viele Burkinis
für den sogenannten Schwimmunterricht. Wird immer besser hier. Bunter, bunter, bunter. Ich liebe Arabien. Ja, das sogenannte Märchenland. Deutschland ist ein Märchenland. Tausend und einer Nacht wird hier jetzt vollbracht. Hat lange gedauert, muss ich sagen, aber ist halt so geschehen. Ja, dann sieht man hier diese Filmfreaks. Das geht ja noch über Filme, Freaken. Das macht ja nur Spaß. Ich hoffe, die Schalmei da hinten ist nicht zu laut, weil das ist eine 5.1 Dolby Surround Kamera, die alles auffängt. Ja. Ach ja. Ah ja, zum Beispiel, seitdem wir alles ausräumen, fühle ich mich viel besser, weil das brauchen wir alle nicht. Es gibt viele Menschen, die schmeißen alles raus, setzen sich in ein Auto, ein ziemlich großes Auto, einen Campingbus und fahren mit diesem Campingbus round the world und machen da ihren Spaß und finden das toll. Ja, soll unser Einzel jetzt nachmachen, soll die Firma jetzt auf Rollen stellen und auch sagen, alles raus, dann das brauchen wir nur. Ach, ich liebe es. Ja, das ist das ZDF ARD mit ihren merkwürdigen Unterhaltungssendungen, die man nicht nachvollziehen kann. Hier in Deutschland auf eine Art kann man gar nichts mehr nachvollziehen. Wie gesagt, Trump feiert sich jetzt mit Korea. Finden wir auch so toll. Oder hier, du sollst stehen bleiben. Also, lebst du schon oder scrollst du schon? Ne? Post the last picture you took with your phone. Don't explain it. Das heißt also, du sollst ihm oder denjenigen das Foto zeigen, wo du gerade bist. Ich meine, das ist eine neue Konversation, neue Unterhaltung. Das ist das neue Leben. Ne? Es macht richtig viel Spaß. Also wir sind hier total verbunden. Wen haben wir denn da? Da haben wir wieder was. Werden die AfD-Anhänger als Deutschlands Einwohner gezählt? Werden die AfD-Anhänger auch als Deutschlands Einwohner gezählt? Also, es ist schon alles ziemlich makaber hier, ne? Oder hier die Sportartikelbranche. Die WM wird fast zum Ladenhüter. Wirtschaft, Badische Zeitung. Badische Zeitung schreibt, dass die Trikots, ja, Ladenhüter werden. Keiner kauft mehr Trikots, weil da steht ja nur noch Mannschaft drauf. Natürlich nicht, da steht auch DFB. Hab ich ja vorhin gesehen. Ne? Ja. Und dann gibt es so schöne andere Sachen wie, seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche, die Linke. Die Linke ist so unmöglich, die brauchen wir gar nicht versuchen, aber egal. Ne? Im Karl-Liebrecht-Haus klatschen die da an die Wand. Karl-Liebrecht-Haus klatschen die jetzt an die Wand. Ah. Angeblich Österreich, Herr Kurz. Plant Aufnahmelager außerhalb der EU. Aufnahmelager außerhalb der EU. Plant Herr Kurz. Er ist an sich österreichischer Kanzler, aber auch egal. Dann gibt es so Knaller wie: Ein Hund wird getötet, weil er einen Mensch gebissen hat. Ein Flüchtling darf bleiben, wenn er unsere Kinder tötet. Findet den Fehler. Ne? Da steht also: Findet den Fehler, wenn die Flüchtlinge unsere Mädels platt machen. Und die Hunde beißen, die kommen direkt weg. Ja, das Leben ist hart, das weiß ich. Aber das ist halt so. Ja, Steven Spielberg mit Jurassic Park ist ja auch hier unterwegs. Machen da tolle Aufnahmen gerade. Ach, wir haben alle so schöne Sachen, amerikanische Sachen. In Italien sogar, da geht auch die Post ab. Und jetzt kommen diese wahren Star Wars Fans, rühmen sich mit Hass gegen Disney, Ridley, Kelly, Morris, Fan and Co. Ich verstehe euch nicht. Ich verstehe die sogenannten Star Wars Hasser nicht. Will ich auch gar nicht mehr, weil viele mittlerweile keinen Bock mehr darauf haben, von morgens bis abends die Hass-Triaden durchzulesen. Nur ihr wisst nicht, dass ihr einer großen Firma angehört, wo ihr lest. Also ihr lest eine Rubrik, aber diese Rubrik gehört einer riesigen Firma, die euch dazu müllt, ob das IGN ist, ob das GameSpot ist oder so. Es ist halt so. Ne? Es wird euch sowas aufdiktiert, ihr merkt es nicht, aber es ist halt so. So, Armenien-Kanzler war jetzt kurz unterwegs hier. DFB hätte Özil und Grünjan Reis rauswerfen müssen. Das ist Effenberg. Der liebe Herr Effenberg hat nämlich was dagegen, dass die beiden da sich im türkischen Raum haben ablichten lassen mit ihrem Präsidenten, weil sie stolze Türken sind und stolze Türken für Deutschland Tore schießen. Finde den Fehler, sagt Herr Effenberg. Hat er recht. Ach, die liebe Frau Kanzlerin, die Rauten-Queen,
Die Rautenqueen ist die Chefin von diesem merkwürdigen Deutsch. Also Deutschland ist ein Märchenland, wo Honig und Wasser fließt. Mehr Honig wie Milch, wie Wasser. Weil Wasser mögen die nicht, aber Honig und Milch, da baden die drin. Das ist halt so. Deswegen kommen die auch alle. Nur wie gesagt, der Medienkanzler ist momentan wieder erwacht, aber nicht lange. Hat dort also auch schon was gemacht, was auch angekommen ist. Die Reichweite ist gegeben, die Reaktion ist auch gegeben. Ja, da freut der Kanzler sich. Ja, Grüße. Hi. Nochmal? Ja, nochmal, okay. Der Medienkanzler ist nicht mehr so bissig wie früher, weil es lohnt sich nicht. Wie gesagt, Til Schweiger ist auch so verdammt ruhig geworden. Es ist überhaupt verdammt ruhig geworden im Jahre 2018, wo die Rautenkanzlerin anfängt zu arbeiten. Wie sie arbeitet, merkt man an Herrn Lindner, wenn er loslegt, wenn er sagt, das können wir nicht oder das sollten wir nicht. Mal gucken, was er heute drauf hat, der Herr Lindner, der Herr Christian. Schauen wir mal. Also Herr Lindner gibt es ja auch zigmal bei Facebook. Heute ist er Christian Lindner Anywhere oder Anytime. Ja, gibt es halt mehrfach als Anyone Christian Lindner. Keine Ahnung, oder da so. Dann gibt es den Lindner Express mittlerweile. Dann den Herrn Lindner natürlich selbst. Dann schauen wir mal, was der Herr Lindner selbst heute hat. Also, beste Bildung, moderne Infrastruktur, starke Wirtschaft. Toll, toll. Wo soll man die denn finden hier in Deutschland? Aber egal. Ne? Asylkrach mit Seehofer erreicht die Unionsfraktion. Merkel gerät unter Druck. Schön, schön. Ja, das ist bei Herrn Lindner. Der freut sich. Change a running system. Frisches Bayern. Die FDP will Bayern aufrollen. Die sind ja auch bald dran. Dort wird gewählt. Aber da haben wir natürlich den anderen. Auf Strafzölle müssen wir mit CETA und Freihandelszonen antworten, sagt Herr Lindner. Wir Deutschen, er ist ein bisschen zu klein hier, ich mache es mal größer. Also wir Deutschen sind die Einzigen, die die DSGVO auf Punkt und Komma umsetzen. Genial, ne? So sind wir, deutsche Gründlichkeit. Ne? Wir sollten die andere europäische Öffnungsklauseln zum Büro Bürokratieabbau nutzen, aber naja, der Deutsche, der Urgermane, der ist ja so fleißig, der ist ja so gesetzestreu, da passiert das nicht. So, die Gruppe hier, glaubt nicht alles, ist auch so eine tolle Truppe, glaubt nicht alles, was hauen sie denn da wieder rein? AfD ist nazifrei, oh je, glaubt nicht alles, ja, genau. Ich habe mit einigen Admins gesprochen, also die haben echt was zu tun. Sobald man AfD, deswegen ist nämlich bei Facebook so viel zu lesen mit AfD, weil die Admins dann richtig arbeiten müssen. Die kriegen dauernd eine Anfrage, du brauchst nur in den Foren AfD reinschreiben, haben die Admins echt was zu tun. Und wenn du natürlich sehr oft machst, dann siehst du nachher, wie deine Buchstaben sich aneinander reihen, weil dann wirst du ausgebremst. Ja, das Leben ist hart und das ist halt so. So, wie gesagt, der Medienkanzler ist nicht zurück, der will auch nicht so richtig zurück, weil der Medienkanzler will sich nicht aufregen. Weder Kochkanzler sieht man, hört man, weder den Geldkanzler sieht man, hört man, weder Onkel Reinhold mit seinem Thekentheater sieht man, nicht, dass die Herren alle alt geworden, man sieht ja, dass wir alt geworden, aber trotzdem. Ich finde es toll, wenn man so Werbung sieht wie AfD, kannst du dir nicht schön saufen. Nein, du kannst es dir nicht schön saufen, die AfD. So. Die Blauen sind auch ziemlich ruhig geworden. Das Haus, das Deutsche Haus oder Deutschlandhaus, auch so eine Partei, die ist auch plötzlich ruhig, die ist auch nicht mehr da. Ich glaube, DAD hießen die. Schauen wir mal, DAD. Doch, das Haus Deutschland. Von denen hört man und sieht man auch nicht mehr allzu viel. Die haben höchstens mal eben kurz den Philosophen da zitieren lassen. Ja, den Philosophen, der da ziemlich viel erzählt.
Aber sonst passiert da nicht allzu viel. Das sind uralte Sachen aus dem Jahr 2017. Wir haben das Jahr 2018. Ne? Ja, das ist eben halt so. Also jedenfalls, wenn man sieht, Gaddafi und wie die alle geheißen haben und jetzt Kim Jong-un mit Donald Trump, ist alles glücklich, zufrieden. Wir haben jetzt die WM, alle sind glücklich, zufrieden. Ich sehe nur nichts hier, ich sehe keine Fähnchen, gar nichts. Ja, Ladenhüter, alles Ladenhüter. Also, bin ich aber ehrlich, wenn ich jetzt mit einer Deutschlandfahne hier rumrennen würde, würden alle sagen, was macht der denn da? Ist so. Ist nämlich keiner mehr da, der irgendwie deutsch wäre. Oder ich muss ja auch, gerade so eben war auch Korea da, also so ist es nicht. Ja? Ach ja, ist halt so. So, wie gesagt, der Medienkanzler weiß gar nicht, was er heute von sich geben soll, deswegen lässt er das, will er euch auch nicht ärgern. Fans hätten meine Star Wars Sequels gehasst, ja. Meine Fans hätten das gehasst. George Lucas behauptet jetzt, um die Wogen zu glätten, meine lieben Freunde, wenn ich weitergemacht hätte mit Star Wars, dann hättet ihr, glaube ich, keinen Bock mehr drauf. So, also die Wogen werden jetzt geglättet, aus allen Himmelssphären wird hier alles wieder gemacht, dass das wieder läuft. J.J. Abrams wird uns sicherlich mit 2019 so dermaßen überraschen, dass wir vielleicht wieder endlich wieder Bock haben auf Star Wars. Und der Medienkanzler wird sicherlich dann auch ein bisschen darüber berichten, aber ihr wisst ja, dass Abraham Solo mittlerweile gibt, den C3PO, eine tolle Sendung und so weiter, da braucht er den Medienkanzler nicht. So, und jetzt gibt es auch noch fette Gründe, meine lieben Freunde, 3 Gründe in die Schweiz zu ziehen, gehört nicht zur EU, kein Euro, hier bestimmen die Bürger über neue Gesetze, das ist die Schweiz. Ja, aber die Schweiz ist sündhaft teuer, da kostet eine Kopie 50 Cent, ist kein Scherz, hier nur 20 Cent. Lohnt sich also hier vorbeizukommen, ja. Schweizer werden, ey, ich weiß nicht. Naja. Also wie gesagt, heute ist euer Medienkanzler mal eben hier bei Facebook unterwegs, schaut sich alles an, ja. Ich finde stark, dass heute, wie gesagt, heute der Tag von George Lucas ist, der heute natürlich mit Cameron in seiner Sendung gesprochen hat und gesagt hat, ey Leute, wenn ich da weitergemacht hätte, ihr hättet es sicherlich nicht gemocht. Ich finde es stark, dass er jetzt in die Bresche springt, damit es weitergeht. Ich finde es toll, ich finde es super toll. Dann haben wir hier natürlich den Hammer aller Zeiten. Das ist der Plus von 0,3 Prozentpunkten sparen, kündigt höhere Pflegebeiträge an. Ja, okay, euer Medienkanzler hat natürlich etwas festgestellt. Jeder, der hier in Deutschland lebt und auch durch diese Türe tritt, also wenn er aus seiner Wohnung kommt, dann auf die Straße, bekommt er ohne Geld Fremdsprachenunterricht. Kostenfrei. Kostenfreier Fremdsprachenunterricht hier in Deutschland, in allen Variationen. Das Unterwort kriegst du natürlich sofort zu hören, ne? Ist ja klar. Auch das merkwürdig Deutsch wird dir auch beigebracht. Das ist halt so. Das ist Deutschland. Deutschland ist ein buntes Land, ein Märchenland, wo du die Sprache umsonst bekommst. Du brauchst nur auf die Straße gehen, ein bisschen spazieren gehen und schon hast du Sprachunterricht. Ja, und wenn du da ein bisschen verweilst an irgendeiner Ecke, dann lernst du halt verschiedene Phoneten. Ja, also phonetische Wörter und so weiter. Also du wirst richtig gebildet. Und wenn du dann nach Hause kommst, dann weißt du gar nicht, wie du jetzt sprechen sollst. Deutsch, Arabisch, Türkisch, Marokkanisch, Libanesisch, Japanisch, Chinesisch, Arabisch, Kurdisch, keine Ahnung. Such dir eine Sprache aus. Lern tust sie auf der Straße und das kostenfrei. Ja, das schaffst du nur in Deutschland. Nur in Deutschland klappt das. Da kriegst du Sprachunterricht kostenfrei geboten. Ja, in verschiedenen. Da siehst du auch Kinder, wie die loslegen. Weil Kinder in den ihren Ländern ab 3, 9 bzw. um die 9 Jahre schon erwachsen sind. Tja, so sieht es aus. Wenn das also Erwachsene sind, sollten die an sich ganz anders. Aber lassen wir mal. Ne? Hier fließt Milch und Honig. Und hier lernst du obendrein noch kostenlos auf der Straße Sprachen. Ganz viele Sprachen lernst du da. Und das macht natürlich Deutschland so lebens- und liebenswert. Ja, nicht nur bayerische Mundarten oder Schwäbisch oder Frankfurter Dütt oder so.
Nein, richtig. Du lernst hier richtig diese Phonetik aus dem Hals, das gesamte Arabische da, die Irak, Iran, ja? Und Bulgarisch. Ach, herrlich. Hier lernst du alles. Nicht nur die normalen europäischen, Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, nö. Also hier lernst du wirklich alles. Das ist Deutschland. Deutschland, ein Land, wo du Sprachen lernen kannst, ohne dass du dafür bezahlen musst. Ja, du musst halt nur länger auf irgendeiner Parkbank sitzen bleiben und denen dann zuhören. Ja, natürlich jetzt nicht in die Gossensprache. Die Gossensprache ist natürlich Deutsch mit Blöcken in der Hand, ist klar. Kennen wir alle. Aber diese auswärtigen Sprachen und wie die Kinder sie benehmen und das Schreien vor allen Dingen und das, ne? Und das vor allen Dingen das Leben in den Fluren mit ganz vielen Schuhen und mit Schuhschränken, das macht so Spaß. Macht Spaß. Du gehst 5 Etagen, läufst du an den Schuhen vorbei, der Geruch wird immer gerüchiger oder angenehmer, je nachdem wie viel Spray du bei hast. Aber das ist halt so. Also du lernst Fremdsprachen, du lernst fremde Kulturen. Darum total und recht herzlich willkommen in diesem neuartigen Deutschland, wo eine Rautenqueen das Sagen hat, ist halt so, des Königs neue Kleider trägt und ihr glaubt auch alles, was man euch vorsetzt. Ja, ihr esst ja auch nichts Deutsches mehr. Ne? Ihr esst ja alles Mögliche. Ihr wisst schon, was ich meine. Denn guck mal auf deinen Teller. Wenn der deutsch ist, ja, dann hast du nochmal Glück gehabt.